Hey Leute, willkommen zurück bei Fallout, genau, Fallout, bei Minecraft Explorer. Und wir befinden uns gerade im Keller von Zero. Und ich dachte mir, hier werden wir dieses 600-Projekt machen. Nein, werde ich nicht machen. Ich wollte nur gucken, was hier ist. Hier hat nämlich Pilze. Okay. Keine Ahnung wieso, aber soll er machen. Wir starten unser 600-Projekt hier draußen und es ist immer noch dunkel. Ah, die Sonne, der Mond geht gleich unter. Vielleicht warten wir noch mal kurz. Jawohl. Okay, die Erde haben wir ja parat. Glowstone haben wir auch parat. Dann gehen wir mal in Sicherheit, wo nichts passieren kann. Und dort, wo ich überall an sich hin will. Okay, jetzt war gerade mal ein Leck, aber ich hoffe, das hat vielleicht damit was zu tun gehabt, dass ich jetzt die Aufnahme neu gestartet habe. Und mit dem Server direkt. So. Wie gesagt, die letzten Aufnahmen waren echt schlimm mit den ganzen Lecks. Hat mich genervt. Stimmt, hier haben wir noch Kegels anderes Haus. Autsch. Gut, dein Pfeil hat mich nicht getroffen. So. Gott, wo sind überall Creeper? Ich fasse es nicht. Ich höre es nur Boom, Boom, Boom. Okay. Schärfe 2 bringt doch einiges noch. Oh Gott. Ich sollte vielleicht doch mal essen. Okay. Hauha. Und ich sollte nicht dauernd überall was runterfallen. So. Gott, schrecklich. Mann. So, jetzt regeneriere ich wenigstens noch ein bisschen Leben. Jetzt muss ich so gut wie still bleiben eigentlich. Du willst mich doch nicht... Oh. Ich habe gehofft, dass er mich nicht angreift. Na toll, wir regenerieren kein Leben mehr. Was zum? Was machst du hier? Hey! Ich fass es nicht. Ja, setz dich hin. Ist besser so für dich. Gut. Jetzt warten wir noch ein bisschen ab, bis wir regeneriert haben. Dann brennen die Zombies. Sollen sie machen. Da ist auch die Arena. Gut. So. Ich regeneriere immer noch. Ich werde eigentlich gar nichts machen, damit ich schnellstmöglich regeneriere. Jetzt regeneriere ich mich gar nicht mehr. Gut, jetzt bin ich gefüllt, ohne dass ich Hunger habe. Man gewöhnt sich halt an diesen Fleisch. An Fleisch. Und Zombies. Also, wenn du mitkommen willst? Nee. Da habe ich nur Befürchtungen, die eintreten könnten. Jetzt muss ich mal gucken, wo Frank's Tower aufhört. Ich sehe es, der letzte. Kommt mir, glaube ich, nicht so vor, oder? Da drüben haben wir ja noch was. Da war doch die eine Insel von Fiete. Soweit ich weiß. Muss da noch was geladen werden? Oder hat er das einfach wieder abgebaut? So. Toll. Doch, da oben ist er. Hier ist ein Pilz, oder? Nee, das ist ein Plus. Das ist ein roter Baum. Okay, hier ist noch ein Turm. Will ich mal kurz gucken. Wir müssten ja hier hochkommen. Ich will mal Fietes Insel anschauen. Und gucken, wie gut wir hochkommen. Ich hoffe, dass wir nicht sterben.
wäre ziemlich unpraktisch, wenn wir was machen würden. Okay, die sieht so aus. Ah, ich hasse es. Okay. Ach, Schiffe waren früher so toll. Die konnte man echt als Fahrstuhl benutzen. Die mussten sie ja unbedingt bugfixen. Das war ein unnötiger Bugfix. So. Man kann sich das auch anders vorstellen. Jetzt würden wir jetzt waagerecht in Wasserland fahren. Die im Berg kommen. Da was anderes. Ist aber auch eine ordentliche Höhe, muss ich mal sagen. Frag mich, ob das höher ist als mein Haus. Oder die. Mein Haus nicht. Der Wolkenkratzer. Wir brauchen natürlich ein bisschen zum Hochschwimmen. Oh Mann. Ich bin gespannt, echt, was da oben ist. Interessant auch, dass Josh und Fiete fast vom selben Stil machen, diese Inseln. Na gut. Vielleicht haben sie sich gegenseitig ein bisschen unterstützt. Kann ja gut möglich sein. Da muss ich echt aufpassen. Okay, gleich sind wir oben. Okay. Großer Love Cube. Und die Erde kam noch nicht hier hoch. Kann man hier reingehen, in dem Cube? Der ist aus Wolle gemacht. Okay, da ist meine Götze. Da ist... Das müsste hier sein. Da drüben müsste mein Hotel sein. Aber ich glaube, das ist zu weit weg. Dass uns das geladen wird. Da müsste ich Optifine installieren. Damit ich mehr Chance laden lassen kann. Aber das ist... Guck mal kurz, wie hoch sind wir denn? Uah. Ja, Screenshot, super. Wir befinden uns gerade in der Höhe 220. Ja, das glaube ich doch höher. Ich glaube, bei 200 habe ich aufgehört oder vielleicht noch ein bisschen mehr, aber... Oh Gott! Gott! Ist absolut ungesund, wenn ich hier runterrennen würde. Gut. Da ist Franks letzter Turm. Dann wird das Projekt in dem Bereich gebaut. Jetzt wollte ich extra, dass es nicht bei Franks letzter Turm ist. Okay, jetzt vorsichtig. Ich würde so ein Hotel jetzt auch wieder aufgebaut, aber ich glaube nicht. Dann habt ihr wenigstens schöne Runterfahrtsicht, wie es aussieht. Hat auch mal was. Ich wusste gar nicht, dass er da hinten mal was gebaut hat, ein Turm. Ist da hinten auch ein Gebäude? Nee, das sind bloß Bäume. Ich weiß auch gar nicht, dass hier ein Schneebiom ist nochmal. Habe ich irgendwas verpasst? Oder hat sich das Wetter nochmal hier geändert? Oder... keine Ahnung. Fragt mich irgendwie nicht. So. Gleich sind wir unten. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall schneller, als wenn man hochfährt. Und es ist... Nicht schadenempfindlich dann. Okay, reicht. So. Autsch. Muss ich natürlich wieder was abbekommen. Aber ein halbes Herz. Egal. Darauf kann ich auch verzichten. So. Wer so sagt, hat noch nichts gemacht. Ja, in dem Fall ist es, stimmt's auch fast. In die Richtung. Das sind auch nochmal Berge. Hat Frank aber, glaube ich, nichts hingebaut. Autsch. Das war ihm doch zu weit weg. Hier haben wir einen Canyon oder was? Ach man, oh. Aber er wurde schon teilweise, naja, geplündert, vielleicht schon, aber teilweise entdeckt. Da habe ich nämlich schon eine Fackel unten gesehen.
Okay. Autsch. Hallo. Schweini. Schubs. Au. Au. Okay. Wie kommen wir jetzt zum Schneebiom, das jeder kennt? Genau. Ist von Kegel das alles? Dann seht auch mal das so. Wie gesagt, Fidesz-Insel habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Und das Franks Turm, das ist der letzte Turm. Die Insel müsste natürlich gewachsen sein, so wie sie aussieht. Und auf welcher Höhe sind wir dann kurz? Naja, Screenshot, ich weiß. Wir sind auf der Höhe 67. Na, stimmt das auch? Nicht, dass ich genau. 67. Was machen die Hunde schon wieder hier? Welche Höhe gehen wir denn am besten? Ja, ich denke mal. Hunde. Ich denke mal, wir gehen so die Höhe. Ach nee, stimmt ja, wir nehmen nur bis die Hälfte, ist also nicht so das Problem. Lass mich kurz überlegen. Ja, machen wir das auf der Größe, machen wir das so. Okay, ja, die Hälfte würde heißen, wir gehen mal hier rauf. 67, 64 nochmal dazu sind 32, 79, 99. Jetzt nehmen wir echt uns für die vor die Höhe 100. Ach, Hund, du bist dumm. Und naja, ich gehe erstmal hoch, damit ich hier hochkommen. Ja, ich habe einen Spaten im Inventar, ich weiß. So. Okay. Ja, dann brauchen wir eigentlich auch nicht so enges machen. Das ist berechne. Okay. Obwohl doch, da ist ja was. Wusste gar nicht. Ach, das ist bestimmt von Josh gemacht, wie ich ihn kenne. Es sieht ganz nach Joshs Werk aus. Warte mal. Ein Moment. Was da hinten? Okay. Ich war mal kurz verwirrt gewesen. Wie sieht das zu ideal aus dafür? So. Rein, setz dich hin. Okay. Dann fange ich mal an, was? Ich will jetzt mal ein bisschen mittig bekommen. Aber ich hoffe, dass es nicht zu viele Felder sind. Und ich habe doch einen Cobblestone dabei, wa? Ein Cobblestone. Ja, ich überlege gerade, nee, das müsste. Wenn ich da doch. Nein, Symmetrie und so. Ich nehme dann die hier. Gut, machen wir so austauschen. Und dann. Ich überlege gerade, oder ist es zu flach? Müssen wir noch ein bisschen höher machen. Jetzt fängt er erst hier an. Er wird schon klappen. So. So. Okay, gehen wir mal rein. So, jetzt sehen wir 25. Oder nee, lass uns erstmal 25 nicht. Ich mache erstmal eine kleine Pause und guck mal, wie lange wir aufnehmen. Bis gleich. Ja, die Zeit ist schon fast wieder vorbei. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde mich hier noch ein bisschen regenerieren und ich muss dann noch reinlaufen ein bisschen und dann 25 zählen. Und deswegen, bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.